herzlich willkommen hier zum Euro Truck Simulator 2. Ja, ich stehe in Duisburg, habe wieder den Basti heute am Telefon. Hallo Basti. Hallo Danny. Ja, heute ist der Daniel mal nicht da und wir nehmen heute wieder alleine auf. Und der wird in den nächsten paar Tagen, denke ich mal, wieder dazustoßen. Und ja, ich stehe in Duisburg, fahre heute nach Amsterdam und es hat die Nacht geschneit, liebe Freunde. Das wird ein Spaß. Ein Spaß. Ja, bei mir liegt kein Schnee. Ja, du bist hier irgendwo anders, ne? Ja. Ja. Aber ich bin ein bisschen privat herumgekurft, ein bisschen Geld zu verdienen und hab's geschafft und hab mein LKW gekauft. Den Ami-Truck? Ja. Was hast du denn gelöhnt? 200.000. 200.000, ey. Mit Umbau, mit stärkeren Motor, Farbe ändern, so. Ja, wie man sieht, war ich auch beim Lackierer und in der Waschanlage war ich auch mal. Ich glitzer hier und funkel wie so ein Rohdiamant. Mhm. Und ja, wollen wir heute mal nach Amsterdam fahren? Bin schon mal gespannt hier, Motor an. Legen wir los, ich bin echt mal gespannt, wie das hier wird. Ja, ich fahre nach Praha. Nach Prag? Praha. Ja, Prag ist es. Ja, nur Praha. So, wenn wir gleich nochmal das Navi anmachen, dass wir wissen, wo wir hin müssen. Und ich weiß nicht, wie sich der LKW jetzt verhält bei den Witterungsumständen hier. Liebe Freunde. Auch wenn es jetzt regnet, schneit es dann? Oder wenn es dann regnet, wird es dann glatt. Also ist jetzt schon ziemlich glatt. Ich merke das. Und ja, ich bin echt gespannt, wie sich das heute noch so entwickelt. Oh, ich muss mal eben meinen Seitenspiegel anmachen, weil wie man von meiner Kabine aus sehen kann, ist es ein bisschen umständlicher zu fahren. Okay. Ja. Lange Schnauze, großer Wendekreis. Lol. Ist eben ein amerikanischer Truck. Ja, und in Amerika wissen wir alle, da sind die Straßen ein bisschen weiter. Ja. Von den Kurven her. So, daher haben die auch so geile Motorräder. Ja, ich habe neue Mods. Ich habe jetzt auch reale Tankstellen. Hm. Und werde das jetzt gleich mal so nutzen. Ich fahre gleich mal hier rein und die Sache ist glatt hier. Glatt wie so. Ja, gut, dass ich in Berlin bin. Ja, wir fahren gerade an eine Total-Tankstelle. Und werden jetzt mal ein bisschen was reinlassen. Ein bisschen aber nur, weil ich möchte dann in Holland nochmal voll tanken. Oder tanken wir jetzt, tanken wir nicht. Glaubst du, in Holland ist es billiger? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt weiterfahren. Ich werde dann in Holland auf gut Glück versuchen. Vielleicht ist er ja um 2 Cent billiger. Das wäre ja nicht schlecht. Das stimmt. So, wie gesagt, also wir brauchen hier ganz schön Schwung, dass wir überhaupt die Straße hochkommen. Also das ist sehr realistisch. Ja, ich fahre immer nicht so schnell. Ich weiß ja nicht, wie sich der LKW verhält hier. Ich bin noch nicht bei Schnee gefahren. Was fährst du überhaupt? Ich fahre Textilien. Okay, Stoffe. Stoffe, ja. Kleidung. Kannst du mir gleich was abbringen? Ich brauche große Elefantengröße. Groß, Größe am größten, das soll ja auch bequem sein. Ja. Der Lieblingsspruch von dem Bud Spencer. So, wie gesagt, also ist sehr, sehr schön gebaut hier. Das macht die Sache mal ein bisschen anders. Hätte ich gestern gar nicht gedacht, dass es heute noch mal geschneit hat. Jo. Ich brauche für meine Fahrt 4 Stunden. Okay. Nur meine nächste Pause ist in 3,5 Stunden. Geil. Ja, ich brauche jetzt ungefähr 3,5, ja, fast 4 Stunden bis nach Amsterdam. Sind jetzt in Duisburg gestartet. Ja, ich bin in Berlin gestartet. Ja, hier ist alles frisch geschneit, also die Straße ist noch nicht mal geräumt.
Lol. Und ich möchte hier auch nicht so viel Gas geben. Ich weiß nicht, ob das irgendwo mal glatt wird. Oder. Die Autos sind ja auch blind, ey. Hab gerade Strafe bekommen wegen Unfallbau und ich bin gerade um die Kurve gefahren, weißt du? Ein Auto fährt mir hinten rein. Okay. Ich kriege die Geldstrafe. Ach, die ist super. Ja. Alles richtig gemacht. Super, ja. Gut, dass ich gleich auf der Autobahn bin, da kann ich ein bisschen mehr Gas geben. Da komme ich auch voran. Also wie gesagt, das ist eine sehr, sehr rutschige Angelegenheit. Also ich kann diesen Mod nur empfehlen. Ja, mache ich eventuell auch dann vielleicht nächste oder übernächste Folge. Daher habe ich mal eine Frage an die Zuschauer vielleicht. Und vielleicht machst du auch mit. Was für ein LKW ich eventuell? Ich will jetzt ein paar Folgen mit diesem schönen Truck verbringen, aber wenn natürlich die Zuschauer sagen, nee, fahr mal lieber wieder mit normalen, mache ich das natürlich auch. Also schreibt es bitte bei mir in die Kommentare rein, Okay. was ihr davon haltet. Wäre schön, ne? Ja klar, das können wir auf jeden Fall machen. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich fahre hier gerade hier auf der Straße und man erkennt jetzt nicht immer, wo es hingehen könnte. Ich Also hänge. Schneezäune sind auch aufgebaut. Ach, so schön. Und es wird Nacht. Es wird Nacht. Und es ist. Oh. Schlimmer kann es ja gar nicht laufen. Ja, ich habe neue Scheinwerfer oben auf dem Auto. Das merkt man sofort, dass man jetzt mal ein bisschen mehr sieht. Okay. Wieder so ein Wahnsinniger, der überholt hier auf der Piste. Und vor mir der Mond. Also, ich kann euch nur empfehlen, baut euch ein paar Scheinwerfer oben aufs Auto. Das hilft sehr, sehr. Immens. Ja, ich muss mir noch ein paar Packs runterladen, dass ich auch mal ein bisschen verschönern kann. Aber wie gesagt, also es gibt auch sehr, sehr schöne Modes. Also Ja. ich bin manchmal sehr so überrascht, wie viel Zeit man in so viel Dinger reinsteckt und was da dann auch rauskommt. Also es ist echt Wahnsinn. Und wie ich ja sehe, das ist hervorragend. Ach, vorne ohne Licht, wie jetzt. Das ist das Schönste. Oh, jetzt hab ich erst mal das Licht angemacht, alter Schwede. Und jetzt. Jetzt. Ach, du Gott, ey. Jetzt kann ich schon nach Amsterdam leuchten, so ungefähr. So, 12 Tonnen sind jetzt auf dem LKW, auf der Autobahn. Oh Mann, ich muss dann bestimmt mal runterfahren. Ich glaube, ich habe jetzt noch das Off-Blend-Licht an. Oder halt mal kurz hier an hier. Wer weiß, wie der Parkplatz dann aussieht. Vielleicht gar nicht geräumt. Ja, ich weiß, ich mach's doch schon aus. Ihr braucht bei keine Lichttube zu geben. Lol. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken. Ja, Fernlicht an. Guckt. Und jetzt ist das schon weg. So. Haut das jetzt hin? Na, wunderbar. Hat schon wieder so ein kleiner Stau gebildet. Aber jetzt ist es okay. Aber wie gesagt, so ein paar Scheinwerfer auf dem Dach hilft schon immens. Ja, das glaube ich dir. Aber ich werde demnächst mal eine kleine Schlafpause machen. 2 Stunden habe ich noch. Ich weiß nur nicht, wo die nächste Tanke ist. Das wird bestimmt interessant. Wenn ich fahre ja mit 50 auf der Straße, aber das denke mal, das reicht, oh. Ich habe 90. Na gut, du hast aber nicht solche Witterung. Nö, nicht wirklich. Ich fahre im Tunnel. Da ist es trocken. Also ich bin mal echt gespannt, ob das dann euch schneit. Irgendwie. Oder es bloß regnet. Aber Eis und Regen. Ich überhole gleich ein LKW mit Holzladung drauf, mit Holzstämme. Ja. Wie gesagt, wir fahren heute nach Amsterdam. Ich bin sowas von begeistert, endlich mal dahin zu kommen, weil ich habe ja nicht. Mein LKW besteht ja eigentlich großteils aus holländischen Produkten. Ja? Fehlen eigentlich bloß noch der Holzschuhe. Ja. Ich müsste theoretisch nach Amerika fahren.
Ich glaube, so weit geht die Karte nicht. Nee. Leider nicht. Ja, weil, wie gesagt, ich werde dann in Holland mal tanken fahren. Mal sehen, wie da der Sprit war oder ist. Hast du schon mal in Holland getankt? Nö. Okay. Brauchte ich nie bis jetzt. Ich bin ja bis jetzt immer Speditionen gefahren. Da hatte ich den Vorteil, die haben mir genug Tank gegeben, dass ich immer angekommen bin. Aber jetzt sieht das anders aus. Jetzt bist du selbstständiger Fahrer. Ja, jetzt wird's teuer. So, was ist das für eine schöne Bude hier oben? Ah, ich muss mal eben die Straßenseite Und wechseln. es ist sehr, sehr glatt. Sehr glatt. Ich will ja auf die nächste Tankstelle fahren. Ich glaube, zum nächsten Rastplatz schaffe ich es nicht. So. Hallo Rastplatz. Wir kommen zu dir. Rastplatz. Ja, ich habe nur noch eine Stunde, dann muss ich meine Pause machen, eineinhalb. Ich hab die Befürchtung, dass ich es vielleicht nicht schaffen könnte bis zum nächsten. Nö. Deswegen dachte ich mir, ich habe sowieso Zeit. Es könnte sogar heute mal sein, dass ich mehr als 30 Minuten brauche, gerade weil ich jetzt nicht so schnell fahren kann. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Vielleicht wird es irgendwann die Straße so unpassierbar. Dass hier gar nichts mehr geht. Oh, ich suche jetzt gerade einen Parkplatz. Ich hätte mal anders rauffahren sollen. Blick ändern hier, dass ich ein bisschen was sehe. Ja, ich fahre im Belüftungsrohr, 12 Tonnen schwer. Okay. Oh, das ist eine ganz schöne Rutschparty heute hier. Ich merke das. So, wir stellen uns jetzt einfach mal ein bisschen schief hin. Benutzen wir eben mal zwei Parkplätze. Da freuen sich die Nachbarn. So, wir sind an der Grenze. Deutschland-Holland. Okay. Ich fahre in der Nacht weiter. Na gut, früh morgens. Gleich sind wir drüber. Gleich wird's Telefonat teurer. So, was sprach es für das Licht? Na, heller geht's nicht. Okay. Naja. Ah, jetzt. Muss man noch den Motor anmachen. Also in Holland sind sie besser geschirmt, die Straßen. Ja? Okay. Aber ich habe jetzt meine Pause um und fahre jetzt weiter. Ich Okay. brauche jetzt noch 3,5 Stunden, 212 Kilometer. Oh. Na gut, du machst ja nach Prag runter. Tscheche. Zu den Tschechen. Tschechien. Über Tschechen kann man gut Zigaretten kaufen. Ich weiß zwar nicht, ob das immer noch so ist. Boah. Ja. So, da bin ich mal gespannt, wie es dann in Amsterdam aussieht. Ob es da frei ist oder ob da viel Verkehr ist, wie der Benzin ist. So, das müsste jetzt die Grenze hier vorne sein, die jetzt kommt. Und werden wir mal da noch ein kleines Päuschen machen, ein bisschen schlafen, dass man mal am Tag mal ein bisschen fahren kann. Ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Oder nee, ist keine Grenze, ich bin schon in Holland, gut, alles klar. Ist die Grenze offen gewesen? Ja. Oh ja, jetzt merke ich es aber am Berg hoch, du. Gib auf die Bremse. Oh, das hat ganz schön zu ziehen. Meine Fresse. Die Autobahnauffahrt ist nicht geschoben. Die Autobahn ist dicht. Na super. Alter Schwede. Da hoffe ich mal für dich, dass du noch pünktlich die Lieferung abgeben kannst. Ja, ich muss ja mehr abbremsen, aber das rutscht ja eigentlich noch berg runter hier.
Dann werden wir mal hier drauf fahren. Frei ist ja. Kein Mensch auf der Autobahn, außer ich. Toll, meine ist gut befahren, sage ich mal so. Obwohl es 5 Uhr morgens ist. Ich kann mich nicht beschweren. So, wann sollen wir denn ankommen? Samstag 5:30 Uhr, 5:33 Uhr bis Samstag 12 Uhr. Wir haben jetzt 5:13 Uhr. Hier ist ein Parkplatz, den werden wir jetzt mal nutzen. Oh, um mal erstmal hier ein bisschen zu schlafen, weil am Tag ist Kurz, das vielleicht warte. besseres Fahren. So, zumindest ist der Parkplatz besser geschoben als die Autobahn. So, wenn wir mal den Warnblinker reinholen, wer weiß, wer hinter uns noch ist. Und werden wir uns mal gleich herstellen. Also es ist ganz schön, also sehr, sehr geil. Weil du musst ja echt überlegen, wie du Gas gibst. So. Genau, werden wir mal kurz eine Runde schlafen. Und wachen genau 9:46 Uhr wieder auf. Herrlich, wir haben die ganze Nacht die Warnblinker laufen lassen. Hoffentlich hast du noch Strom. Ah, geht alles wunderbar. Guckt, meine lieben Freunde, hier holländisches Gebiet, endlich sind wir bei Einsche. Geht's mal jetzt weiter. Jetzt die Autobahn zumindest schon stark überfahren. Also, wenn es weitergeht, muss ich ja bald Schneeketten aufziehen hier. Ich hätte auch mal Bock, mit dem Bus zu fahren. Ach ja, gibt's ja auch, ne? Ja, du kannst mit Auto fahren, du kannst mit Bus fahren, so viel ich weiß. Das wäre auch mal eine Idee. Oh. Dass man einfach mal durch die Weltgeschichte fährt, ein Bus. Vielleicht nehme ich das mal in Angriff, irgendwann mal, die nächsten Wochen. Ja, so ein, zwei Folgen mit Bus auf der Autobahn, ja. So, wir haben jetzt noch 1:34 Uhr. Das wird wohl heute mit einer halben Stunde sehr eng. Ja. Wir schauen mal. Muss gucken, wie weit habe ich denn noch? 234 Kilometer. Ich habe noch 93. Ja, du wirst es eher schaffen als ich, denke ich. Ja. Denke mal, ich muss sogar zwei Parts machen Und wie der Schnee hier hinten hochfliegt, ey, das ist sowas von geil. dann. Überholt mich gerade hier so ein Russenbus. Ah, da brettert auch ganz schön bei. Was erwartest du von Computerleuten, ne? Die haben bessere Reifen als wir. So, wir fahren jetzt gerade eine Brücke drüber und wir gucken mal, ob wir es heute in dann 30 Minuten schaffen. Wird eng. Wird eng, wir haben ja schon 18 Minuten weg. Ja. Naja, da werden wir halt mal 5 Minuten drüber sein, heute ist auch nicht so schlimm. Wir haben ja Wochenende. Richtig. Wir haben Sondergenehmigung. Wir dürfen fahren. Aber langsam gewöhne ich mich an die Länge. Okay. Oh, ich muss hier runter, sehe ich gerade. Bremse, Auto, bremse Ja, ich. die Scheiße. LKWs hinter mir, die sind auch so langsam wie ich. Ich habe 400 Euro verloren. Ja, hier sind manche Teilabschnitte sind ja gar nicht geräumt, ey. So, da waren wir mal ein Stückchen vom Kaffee nehmen. Ja, hier oben ist Basti in den Trecker. So, wir kommen langsam, langsam nach Amsterdam. Der hat ohne Meise mit seinem LKW hier. Der fährt ja wie die Sau.
Oi. So schlimm? Ja, wie? Das sind doch Holländer, ja. Die kennen keine Gnade. Ja, guckt euch das an hier. Das ist doch Wahnsinn. Ey. Die fahren so wie ich. Ja, also ungefähr. Die schieben dich fast von der Straße, ey. Das ist nicht normal. Aber die haben ja halt noch Russenkisten, weißt du wie? Ja, die fahren bei Ihnen, Werner. Die fahren ja auch mit Wodka. Ich muss mit meinen armen LKW aufpassen hier. So, Amsterdam geht's geradeaus. Rotterdam auch. Wie ist das Wetter bei dir? Außer Schnee. Ja, es ist klar, sonnig, bewölkt, einzelne Bewölkung, aber es sieht gut aus. Okay, also normales Wetter. Ja. Das geht ja. Ich habe ein bisschen Nebel, weil ich bin bei den Wäldern. Einzelne Wolken am Himmel. Ups. Da musste ich gerade mal eben den Streifen benutzen. Naja. Und bin ja mal gespannt, ob sich das Wetter jetzt noch mal irgendwann mal ändert. Vielleicht im nächsten Part oder so. Okay. Ob es dann generell gar nicht keinen Regen mehr gibt oder ob es regnet oder schneit. Bin mal echt gespannt. So, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Schwung, sonst kommen wir ja nicht hoch. Uiuiuiuiui. Ah, der Ami-Schlitten schluckt aber auch da. Klar. So, ich muss jetzt mal hier in Holland nach einer Tankstelle Ausschau halten. Mal schauen, ob ich eine finde. Wenn nicht, mach ich deinen nächsten Part. Oh, ich habe noch ungefähr die Hälfte im Tank. Ja, ich auch. Oh, wenn ich hier eh mal da bin und hier billiger sein sollte, könnte ich nur gleich hier tanken. Ja. Ja, ich habe ja noch für mindestens 2.500 Kilometer drin, aber. Müsste gleich die Grenze erreicht haben. Boah, das ist schon die Grenze wahrscheinlich. Rechts, links Parkplätze. Sieht so aus. Ja. Können wir eigentlich gleich mal gucken. Aha. Ah, ja, wir sind schon da. Wunderbar. Wir sind gerade durch Dresden durchgefahren. Ne? Und jetzt die nächste Stadt ist dann das Ziel. Ja, da sieht man bei mir schön die Karte. Ich habe gerade meine Karte auf. Ich musste mal mit dem LKW, also real mit dem LKW, nach Wien. Bin mich dann über die Tschechei gefahren, am Prag lang. Ach, war herrlich, war Ist es herrlich. nicht ein Umweg? Kommt drauf an, kommt drauf an. Du könntest auch über München fahren, aber in den Zeitraum habe ich mir gedacht, naja, über die Tschechei wäre es vielleicht bisschen kürzer, aber es war länger. Weil ich bin durch die ganze Tschechei gefahren. Ja. War aber immer angenehm. Ich glaube, ich muss ein bisschen überziehen als eine halbe Stunde, wenn ich so sehe. So, hier kommt gerade meine Tankstelle. Also, naja, gut, wir werden heute mal ein bisschen überziehen hier. Und wir können es nicht ändern. Ich kann es zumindest nicht anders machen, weil ich fahre hier bestimmt keine 80 auf den Straßen. Nee. Ich habe noch Werde 50 Kilometer. jetzt mal hier auf die Tankstelle fahren. Oder an die Tankstelle fahren. Und ja, ich habe jetzt noch 15 Minuten bis hin. Oh, ich habe noch ein bisschen mehr. Und sowas, das wäre mal, ich hätte mal eine richtig geile Strecke. Um von Amsterdam angefahren bis runter nach Rom. Also. Rom muss ich noch freischalten. Beziehungsweise muss ich mir eine Map besorgen, dass ich auch weiter runterkomme. So, hier ist jetzt hier die Tankstelle. Werden wir jetzt mal hier an die holländische Tankstelle. Was ist denn das überhaupt für eine? BP. Aha. Okay. Werden wir jetzt mal hier tanken. Jetzt habe ich ja nicht aufgepasst, was er kostet. Ich denke mal, das steht jetzt auch hier drinnen nochmal. Preis pro Liter. Wo steht's denn? 1,41. Siehst du, der ist billiger hier. Ja, 9 Cent. So, voll. 125 Liter ging rein. Aber wir haben erstmal wieder was drin und billig getankt.
Und hast du dir die letzte Folge von mir angeguckt? Nee, ich kam noch nicht dazu. Also ich muss das heute mal machen. Und bin schon sehr gespannt drauf. So, werden wir mal gucken, hier ist frei. Alter, komm, fahr weiter, los. Na, da komm. Hoffentlich fährst du jetzt nicht, wenn ich fahre. Hallo Oma. Es ist genauso wie beim Einkaufen. Stehst du im Laden, gehst du im Laden rein, steht keiner an der Kasse. Willst du an die Kasse, stehen Komm. alle an der Kasse. Ja. Ist schon komisch. Ja. So, wir müssen jetzt geradeaus. Wir sind schon in Amsterdam, bloß wir müssen noch eine schöne Stadtrunde machen. Ich muss noch 21 Kilometer fahren. Dann habe ich es geschafft. 20 Minuten sind das circa im Spiel. Dann müsste ich doch theoretisch schaffen in einer halben Stunde. Wir müssen jetzt hier runter. Upsa, bestimmt zu schnell gewesen. Na komm, geh aus. Geht der Blinker aber doch nicht aus? Oh. Ja, das ist eine kleine Macke, glaube ich. Das habe ich ab und zu auch. Gut, die Ampel habe ich jetzt fast gar nicht gesehen. So, Amsterdam, meine lieben Freunde, endlich sind wir mal da hier. Hat ja auch mal Zeit. Auf die hier Ostrunden hat ich nämlich keine Lust. So. Ich muss jetzt schon wieder runter von der Straße. Ich bin nämlich da in der Stadt. Ich könnte sogar noch eine halbe Stunde schaffen, ja. Ersten Aufenthalt. Und gleich als allererstes ein Kreisverkehr. Na geil. Wisst ihr, jetzt hab ich's gemerkt, dass die Bremsen nicht gleich funktionieren. Aber dann kommt's auf immer. Alter, bist du blind? Ja, da drängelt mich da so ein grünes Fahrzeug hier ab. Ja. Ich hasse Kreisverkehr fahren. Gerade wenn du Übergewicht und Überlänge hast. So, hier vorne kommt Bosch. Da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen noch ein bisschen weiter. Okay. So, haben wir uns jetzt richtig eingeordnet? Nee, nicht ganz. Mist. Wollen wir uns gleich mal rüberstellen? Ja, Unfall verursacht. Danke. Echt. So, hier ist die Firma. Die hieß Verkem. Okay. Ein holländischer Betrieb, du, ne? So, aber eine herrlich große Rampen sind hier. Mich hält eigentlich nur noch eine rote Ampel auf. Die könnten aber ihren Hof immer billig schieben. Mann, oh Mann. Boah, hier sind bestimmt 30 Rampen, ey. Meine Güte. Frösche im Hals. So, wir wollen jetzt hier hin. Machen wir mal bitte die Spiegel an, dass wir was sehen hier. Weil meine Gardinen sind ja so. Das sind Mörderradien. Wo ist denn jetzt die Rampe? Toll. Jetzt ist das ja alles zugeschnitten, ich sehe es nicht blinken. Na perfekt. Ach da. Alles klar. Mal ein bisschen umgucken in der Kabine hier. Noch alles in Ordnung, alles da, wo es hingehört. Das ist schön. Müssen wir halt mal so einparken hier. Jetzt nicht. Andersrum sehe ich es nicht. Ich habe schönsten Sonnenschein, soll ich dir das sagen? Okay. Bist du ein Glückspilz. Bei mir ist auch schöner Sonnenschein, bloß Schnee. überall Schnee.
So, das klappt noch nicht so ganz, da müssen wir noch mal raus. So, Freunde, wir haben es geschafft. Ja, sind euch schon 30 Minuten, ein paar Sekündchen. Aber ich bin noch nicht da. Ich muss noch auf den Hof fahren. Aber so. Jetzt können wir mal gucken, wie viel wir verdient haben. So einzuparken ist ja auch noch mal was ganz anderes. Oh, ich packe ungern ein. Das lasse ich lieber die Computer machen. So. Ich packe schlecht an. Du weißt, wie ich einparke. Wer Farm Simulator geguckt hat, der weiß, wie ich einparke. So, ich stelle mich jetzt auch mal nicht so ganz genau rein, weil ist jetzt blöd hier. Ich fahre jetzt einfach mal zurück und fertig. Und ja, wunderbar. Herzlich willkommen hier in Amsterdam bei Verscam Logistik und Transport. Haben wir unsere Textilien jetzt hingeschafft? Werden wir mal schnell noch die Ergebnisse angucken. Was haben wir denn so verdient? 13.898. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich Ja. habe verdient 15.550. Das ist Wahnsinn. Ja, So, das da waren ist. wir gleich nochmal. Wir können jetzt nach Großbritannien fahren. Ja, ich stoppe erstmal die Aufnahme. Würde ich sagen. So, und ich fahre jetzt ganz schnell noch, dann hören wir auf. Ich fahre als nächstes nach Edinburgh, Großbritannien, und ich bedanke mich erstmal an Basti, dass er da war. Jo, bitte, bis, dann sehen wir Bis. uns auch gleich wieder, ne? Ja, genau. Bis zum nächsten Mal.